lade dort in R946. Habe ich meinen. Ah, ne, habe ich doch nicht. Habe ich doch dabei. Alles gut. War nur laut gedacht. Und den fahre ich dann rüber nach Bombogen bei Wittlich. Vorbereitet. Da hinter dem Eck, der große, wo der Löffel dran ist, den nehme ich mit. Lege ich noch meine Rampen hin und dann schmeiße mir das Ding drauf. Thank you.
machen. Durchfahren bis an die blauen Container, die da vorne stehen. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Ich denke, da werden irgendwelche Schächte. Auf jeden Fall hat der Kollege gesagt, irgendwelche Betonteile. Also der wird es wohl wissen, aber der hat gesagt, Betonteile werden hier geladen. Beziehungsweise nicht geladen, sondern eingebaut damit.
an der Seite stehen. Ah, mein Laden hier. Der Asphalt kommt eh irgendwann raus. Ja, wenn das geht. Kannst du nicht reinfahren, da kommst du nicht mehr raus. Ich dachte eben, weil du gesagt hast. Nee, der Bagger muss da reinfahren, so weit vor, dass man da runter und dann da reinfahre. Alles klar. Perfekt. Ja, muss ich hier eine Durchfahrt lassen oder? Nein. Lass mich breit machen. Einfach reinstellen, die können da alle hin rumfahren. Alles klar. Perfekt. Perfekt. So. Alter, ich weiß nicht, dass ich noch ein bisschen vorfahre, dass du mit dem Bagger an den Tor schießt, wenn du runtergefahren bist. Dass man da reinfahren kann direkt. Ja, mache ich. Nach Hause, Sattel um, dann fahren.
so umgesattelt hatte. Jetzt haben wir noch die Maut, Paare, Achszahl 7. 7 Achsen. Kann man kennen. Aber egal. Ich weiß, ich habe es umgestellt. So. Ich noch runter nach Imsweiler, wie schon 100 Mal gesagt. Gehen wir mal laden. Gezählte Baustelle. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Geht alles sehr pumpig und schmierig aus. Schild ist ja noch gar nicht zusammengebaut, oder? Oh, da liegt sie schon wieder auf Maul und Nas. Sorry, ich musste die Automatik noch ausmachen. Doch, geht. Einwandfrei, ey. Hätte ich nie gedacht. Schild ist noch nicht zusammengebaut.
wunderschönen guten Morgen. Es ist 10 nach 7. Hat ja gestern Abend, hatte ich ja gesagt bekommen, erst gesagt bekommen, die Planierraupe müsste wieder rüber nach Lambertheim. Und gestern Abend habe ich dann, und wurde mir dann gesagt, die geht nicht nach Lambertheim, sondern die geht hierher nach Bürstadt. Mitten rein in dort. Oder in die Stadt, keine Ahnung. Stoßen, dass ich rechts rum rauskomme. Ich denke nicht, dass das reicht so. Ich hätte auch keine rückwärts rausfahren, ne? Aber ich. Ja, das Fahrzeug hier, das stört. Zurück an den Tunnel, die andere Seite drüben, nicht da, wo ich gestern Abend geladen habe, sondern wie gesagt, andere Seite, und da steht ein A29. Ich bleib jetzt hier stehen.
mir hier gerade, wie ich rückwärts rausfahre, aber das habe ich anscheinend doch nicht. Mal wieder von meiner professionellen Seite gezeigt hier. Auf jeden Fall, ich habe jetzt geladen, der Bagger geht nach Hause. Zu Hause in der Werkstatt steht ein 946, den hole ich raus aus der Werkstatt. Dann werde ich heute auch noch meinen Dolly dranhängen, werde meinen Tieflader breit bauen und werde unseren Hitachi, unseren 490er, werde ich vorladen für morgen früh. Geladen. Ach, mit den Kabeln muss ich noch rausmachen. Vorne und hinten. Sorry, dass ich so faul war. Heute Mittag.
denn das? Was? Auto? Autobelichtung? Nix. Wollen wir nicht. Sorry, meine Kamera hat mir gerade irgendwas angezeigt. So, das ist jetzt die Vierachse hinne. Logischerweise. Das ist jetzt das Dolly. Diese 3,9, wenn man sieht, 15,7 durch 4, also das ist pro Zwillingsbereifung. Nicht pro Achse, sondern pro Zwillingsbereifung. Drücken 3,9 Tonnen Gewicht. Ja. Das ist hier hinten genauso. Aber wie es mit dem Transport weitergeht, das zeige ich euch dann in der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Tschüss.